Es ist erstaunlich, dass das so viele Jahre, also dass man bis heute eigentlich warten musste, bis das an dem Punkt kommt, dass die EU-Bürokratie selber sagt, okay, wenn ihr von uns Gelder haben wollt, möchten wir die Forschungsergebnisse auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die Open-Access-Bewegung, die ist nun auch schon ein paar Jahrzehnte alt, die ist jetzt endlich an dem Punkt angekommen, dass sie das irgendwie etablieren konnte. Man fragt sich ja heute, warum das irgendwie all die Jahrzehnte so möglich war, dass wir Staatsbedienstete haben, die sind also von uns bezahlt, aber ihre Forschungsergebnisse und überhaupt ihre ganzen sonstigen Tätigkeiten in einen Marktmechanismus reinspülen über die Verlage, wo wir dann mit viel Geld dann wiederum diese Ergebnisse kaufen müssen. Die alten Institutionen versuchen das, die spielen das, die spielen Open Education, die praktizieren das nicht. Ich glaube schon, dass wir uns in Richtung Open Education bewegen, zwar natürlich für meinen Geschmack zu langsam, aber immerhin. Wir haben allerdings da auch so ein bisschen das Problem, dass selbst Leute aus dieser Open-Bewegung immer noch dieses klassische Mainstream-Bildungsverständnis haben und meinen, mit Open Education Resources oder Open Access sei es getan. Das ist eine schöne Entwicklung und ist aber eine verändert aber nichts an Strukturen. Wir müssen wirklich verstehen, wie Global Governance funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so eins der großen Probleme, die ich sehe in dieser ganzen Netzdiskussion im Moment, dass da viel Romantik herrscht und wenig, würde ich mal sagen, tiefen Kenntnis der tatsächlichen politischen Entscheidungsprozesse. Und da muss man sich halt reinbegeben. Das ist auch nicht schön. Das macht keinen Spaß. Aber wenn man das verändern will, muss man es machen. Und es hilft nichts, da irgendwie eine Kolumne nach der nächsten rauszujagen. Also das kann in gewissen Formen den Diskurs vielleicht unterstützen. Aber letztlich muss man tatsächlich politisch aktiv werden und da vor Ort in den politischen Institutionen, in den internationalen Organisationen aktiv werden, weil dort werden die Entscheidungen getroffen. Und da muss man hin und das ist ein sehr weiter Weg.